Hallo und herzlich willkommen im Wald. Folgendes. Ich habe jetzt das ganze Video schon abgedreht und mache die Einführung ausnahmsweise jetzt mal hinterher. Denn es ist so, ich hatte ursprünglich mir ganz viel Zeug aufgeschrieben zu diesem Video, habe den Zettel daheim vergessen und habe es jetzt ohne versucht. Ich habe es einigermaßen hinbekommen. Allerdings wird es nötig sein, dass ich hier und da mal noch eine Texteinblendung mache. Ursprünglich hatte ich geplant, das Video als ja quasi nur Audio zu machen, wo ihr gar nicht hingucken müsst. Und das so nebenher hören kann. Es gibt jetzt halt eben doch zwischendrin mal so das eine oder andere Fließtextchen oder auch größere Textfeld bei Dingen, die ich noch ergänzen muss, weil ich nicht auswendig weiß. Auf dem Zettel wäre es drauf gestanden, hätte ich es euch vorlesen können, aber hat nicht sollen sein. Wesentlicher Warnhinweis für jeden, der dieses Video jetzt anzuschauen gedenkt: Dieses Video möchte die Jagd für sehr interessierte Nicht-Jäger erklären. Wenn ihr also schon Jäger seid, erfahrt ihr wenig Neues und könnt mich gegebenenfalls nur an entsprechenden Stellen, wo ich Unsinn erzähle, korrigieren. Das Ganze ist wahnsinnig komplex. Man hätte noch viel mehr zu sagen können zu einzelnen Bereichen. Ich versuche das Ganze möglichst neutral zu machen und den Ist-Zustand möchte ich erklären. Nicht so sehr jetzt, wie soll das später mal werden oder wie wird es in der Praxis so richtig gehandhabt von dem einen Jäger oder von dem anderen Jäger, sondern primär erstmal, wie ist es gesetzlich und wie ist es vorgeschrieben. Das sind so die Grundüberlegungen, die dabei eine Rolle gespielt haben. Inwiefern ich das jetzt im Video immer so hundertprozentig umgesetzt habe, müsst ihr dann selber sehen, wenn ihr es anguckt. Selbstverständlich ist das Ganze relativ ausführlich, wie man es von mir gewohnt ist. Zum Teil vielleicht ein bisschen trocken, aber mir war schon halt eben wichtig, dass das ganze Thema nicht auch nur so mal ganz grob angerissen wird, sondern schon so erklärt, dass man auch als Nichtjäger grob versteht, was tut denn so ein Jäger überhaupt und woher stammt die Legitimation für das Ganze, was ist denn die historischen Hintergründe der ganzen Geschichte und so weiter. Ich habe es versucht, ich hoffe, es hat einigermaßen funktioniert und wer sich nicht wirklich intensiv für das Thema Jagd interessiert als Nichtjäger, für den ist das Video auch nicht unbedingt wirklich was. Also da werdet ihr unter Umständen irgendwann gelangweilt sein und abschalten, weil es euch dann doch zu ausführlich und zu intensiv ist. Wer meine Videos schon kennt, das ist im üblichen Stil gehalten. Ihr werdet also wahrscheinlich nicht allzu sehr überrascht werden. Dann wünsche ich jetzt viel Spaß beim Anschauen und gehe jetzt nach Hause. Also, herzlich willkommen und tschüss. Irgendwie so. Gut, weitere allgemeine Dinge und Ähnliches schreibe ich euch in die Videobeschreibung und lege jetzt mal los. Und zwar mit den historischen Hintergründen der Jagd, denn die gibt es seit Menschengedenken. Es gibt da so eine Ära, in der war sie notwendig. Dann gab es eine Ära, da war sie mehr eine Farce, wenn man es so nennen möchte. Und jetzt gibt es die neue, moderne Jagd. Gut, die ist jetzt schon seit mehr oder weniger 100 Jahren auf diesem, in Anführungszeichen, Anspruchsniveau. Zumindest teilweise und vielleicht nicht immer ganz so, wie man das unbedingt sinnvollerweise erwarten oder haben wollte. Aber jetzt seit ungefähr 100 Jahren hat die Jagd neben der Bereitstellung von Wildbret, also Fleisch, auch eben die Funktion, den Wildbestand zu regulieren und steuernd in die Natur einzugreifen. Das wird übrigens, um das gleich auch nochmal vorweg zu sagen, damit argumentiert, dass es sich ja um keine Naturlandschaft in Deutschland, sondern um eine Kulturlandschaft handelt. Es also auch notwendig ist, diese eben irgendwie steuernd einzugreifen, weil es halt keine Wildnis ist. Das Argument hat ja auch die Forstwirtschaft im Wirtschaftswald. Also man kann sich da immer noch streiten, selbstverständlich, aber es macht schon durchaus mindestens teilweise Sinn.
Ja, fangen wir an mit der Altsteinzeit. In der Jäger- und Sammlerzeit war natürlich die Jägerkomponente sehr, 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 sehr wichtig. Wir dürfen davon ausgehen, dass wahrscheinlich die Jägerkomponente noch wichtiger gewesen sein wird als die Sammelkomponente, denn da ja auch Tierbestandteile für Werkzeug, Felle als Lagerstätte, als Kleidung, als Bett und ähnliches verwendet wurden und natürlich das Fleisch selbstverständlich gegessen wurde und in Jahreszeiten, in denen die Pflanzenwelt gerade nicht allzu viel Nahrhaftes hergegeben hat, wird die Jagd auch die einzige Quelle für Nahrung gewesen sein in der entsprechenden Epoche. Das änderte sich dann mit der Jungsteinzeit. Da kam ja der Ackerbau auf und man darf allerdings davon ausgehen, dass bei den wenig ertragreichen landwirtschaftlichen Nutzflächen, die es damals gab, die Jagd immer noch eine wesentliche Rolle als ergänzende Nahrungsbeschaffung und vor allen Dingen dann natürlich auch im Winter, wenn die Vorräte aufgebraucht gewesen sind, wichtig gewesen sein wird. In der Ja, Antike darf man sagen, war die Jagd wahrscheinlich immer noch wichtig. Wir wissen auf deutschem Raum relativ wenig dazu, wie die Jagd da genau geregelt worden ist, sofern es schon Regelungen gab. Wie gesagt, auf deutschem Raum, in den Hochkulturen wird schon in irgendeiner Form gewisse Regelungen gegeben haben. Meines Wissens allerdings, und da muss ich jetzt sagen, ich mache nochmal ein extra Video zur Waldgeschichte, wo ich mich damit dann nochmal, Quatsch, zur Jagdgeschichte dann natürlich, wo ich mich damit nochmal ganz intensiv auseinandersetze und dann sowas noch genauer erkläre. Aber jetzt erstmal auf meinem aktuellen Wissensstand ist mir zumindest nichts bekannt, wie die Griechen und Römer irgendwie jetzt ein richtiges Jagdsystem hatten. Man darf also wahrscheinlich davon ausgehen, dass es da Jäger gab, die von Beruf Jäger waren, und die entsprechend erstens mal ihrer entsprechenden Jagdgöttin, ja, es waren jeweils Frauen, gehuldigt haben und zweitens eben auf die Jagd gegangen sind, um dann noch eine zusätzliche Nahrungskomponente bereitstellen zu können. Die waren wahrscheinlich gleichzeitig auch noch Metzger, aber wie gesagt, in der Antike, ich kenne mich da nicht so aus. Wir kommen ins Mittelalter, da kann man ganz viel zu sagen, aber ich versuche mich möglichst kurz zu fassen. Wesentliche jagdliche Errungenschaft, wenn man das so nennen möchte, des Mittelalters ist die Einteilung sämtlicher Wildarten in Hoch- und Niederwild. Sprich, Niederwild, das von der niederen Bevölkerung, dem Bauernstand, den Bürgern vielleicht noch gejagt werden durfte, und das Hochwild, das dem Adel und Klerus vorbehalten gewesen ist. Das ist von daher interessant, weil die Einteilung in Hoch- und Niederwild bis heute noch existiert. Wobei man inzwischen natürlich sagen muss, jeder Jäger darf alles erlegen mit gewissen Einschränkungen bezüglich der Qualität des Hirsches, der da nun erlegt werden soll. Aber im Prinzip darf es jeder, das ist aber kompliziert und wird an gegebener Stelle nochmal ausführlicher beschrieben werden. Aber sagen wir mal ganz kurz, Niederwild ist so ganz allgemein gesagt so das Kleinvieh, Karnickel, Hase, der Fuchs und so weiter und so fort. Und Hochwild ist ja zumindest mal der Hirsch und das Wildschwein, auch noch edlere Vögel in Anführungszeichen. Und Sonderstellung hat das Reh, das ist als einzige Schalenwildart dem Niederwild zuzuordnen, wird heute allerdings jetzt von der Bejagung her eher in die Hochwildschiene mit reingepresst, wenn man das so nennen möchte. Aber wie gesagt, das ist kompliziert und im Mittelalter hatten wir aber jedenfalls schon eine Aufteilung, beziehungsweise da ging es los, dass die Jagd eher eine Herrenangelegenheit ist. Die edlere Jagd in Anführungszeichen und die Jagd nach Fleisch zum Verzehr, also wirklich nur für Fleisch zum Verzehr quasi, war dem Pöbel sozusagen vorbehalten. Das Ganze wurde dann noch dramatischer, als die Renaissance so ganz langsam anfing. Da hatte der Adel dann nämlich irgendwann mal beschlossen, dass zur Jagd zu gehen und sich dabei anzustrengen, ihm wohl irgendwie nicht so ganz gerecht wird. Und es gab dann Frondienste, die ja, kleine Bevölkerung quasi erbringen musste, um das Wild für den Adel zum eingestellten Jagen zu treiben. Also in einen
großen, großen Holzkasten beispielsweise, also quasi eine Arena, wenn man so möchte, in die wurde das Wild reingetrieben. Die Treiber mussten dann noch ein Stück reinrennen, damit das Wild dann auch entsprechend drin war. Und in dieser Arena, das ist jetzt nur ein Beispiel, da gab es viele verschiedene Varianten, gab es dann ein großes Podest, einen Balkon, am besten noch mit Sonnenschirmchen, wo dann die adligen Jäger mit den Gewehren entsprechend im Anschlag rumgestanden sind und dann da fröhlich auf das ganze Wild, was ihnen da quasi direkt vor die Füße geführt worden ist, anlegen und schießen konnten. Dabei ist ganz oft auch mal ein Treiber getroffen worden, das weiß man aus sehr verlässlichen historischen Aufzeichnungen, nämlich Gemälde. Da gibt es jede Menge tolle Bilder, in denen das zu sehen ist, wie dann eben diese eingestellten Jagdeinrichtungen, nenne ich sie jetzt einfach mal, ausgesehen haben, wie das funktioniert hat. Und auf diesen Bildern wird auch regelmäßig mal ein Treiber getroffen. Das war dann halt nicht so schlimm, war ja auch nur ein Bauer in Anführungszeichen. Als dann es losging damit, dass alles, was aus Frankreich kommt, wahnsinnig in ist, war so die edelste Jagdform die Perforce-Jagd. Ich weiß nicht genau, wie man das ausspricht. Aber die Jagd zu Pferde hetzenderweise auf ein einzelnes, ausgewähltes, besonders edles Tier von ganz, ganz vielen Jägern. Das hat man dann zu 50. teilweise auch noch größere Gruppen wirklich auf diesen einen tollen Hirsch da durchgeführt. Hundemeute vorneweg, berittene Jäger hinterher und das Vieh so lange durch den Wald gehetzt quasi, bis es nicht mehr konnte und dann kurz vorm Verenden war und dann irgendwo rumgelegen ist. Und dann durfte halt der gerade aktuell am angesehenste Jäger, meistens dann der entsprechende Fürst, dem diese Jagd gehört, wenn man so möchte, durfte das Tier dann erlegen und wurde dann als großer Held gefeiert. Wobei er außer dem letztendlich letzten Schuss oder Stoß mit dem Speer oder wie auch immer das Erlegen dann vonstatten ging, nur durchgeführt hat und all die andere Arbeit quasi seine Jagduntergebenen, die man dann wirklich als Jäger bezeichnen kann, weil die sich auch mit dem Wild ausgekannt haben und die Hunde führen konnten und so weiter und so fort, die haben die Arbeit gemacht und der Fürst wurde dann quasi zum Schuss gebracht. Sowas gibt es ja zum Teil heute immer noch so ein bisschen und das ist auch wieder sehr umstritten. Es gibt auch positive Argumente dafür, aber auch da kommen wir an der entsprechenden Stelle dazu. So, die nächste große Revolution in der Jagd, und das war wirklich eine erhebliche und die gibt es bis heute, war die Revolution von 1848. Da wurde dann nämlich beschlossen, dass die Jagd fortan an Grund und Boden gekoppelt ist. Also das Jagdrecht gehört demjenigen, der ein Grundstück besitzt, Eigentümer ist, um es genau zu sagen. Und daran, dass also quasi das Jagdrecht an das Grundeigentum gekoppelt ist, hat sich eben bis heute 0, gar nichts geändert. Das ist immer noch genau so. Und kurze Zeit nach dem Erlassen dieses Gesetzes hat man festgestellt, okay, wenn jeder, der, keine Ahnung, einen Hektar Wald hat, in diesem Wald fröhlich vor sich hin ballert, jagenderweise, dann führt das doch ein bisschen zu Chaos, wenn in jedem Hektar ein entsprechend vor sich hin ballernder Jäger hockt. Und man hat auch sehr bald danach den Eigenjagdbezirk eingeführt, der damals auch schon festgelegt in der Regel eine Mindestgröße von 75 Hektar haben musste. Also sprich, nur wenn du 75 Hektar zusammenhängende jagdlich nutzbare Fläche hast, darfst du dein Jagdrecht, das du in jedem Fall hast, auch ausüben. Es wurde also schon damals unterschieden in ein Jagdrecht dem Namen nach, dass man es hat, und dem Jagdausübungsrecht, dass man auch wirklich praktisch auf die Jagd gehen kann. Da das damit also nur noch wenigen Leuten dann vorbehalten gewesen wäre, jagen zu gehen, dadurch, dass dann halt eben kaum jemand diese 75 Hektar, also damals noch erheblich mehr Leute, als das heute der Fall ist, zusammengebracht hat, hat man dann auch relativ bald den Vorläufer der Jagdgenossenschaft eingeführt. Das hieß da, glaube ich, noch anders, aber das geht auch schon wieder zu weit und das werden wir in der Geschichte nochmal genauer angucken. Sprich, die Bauern haben sich zusammengetan zu einer Jagdgenossenschaft und als die Mitglieder der Jagdgenossenschaft so ein-, zweimal im Jahr wahrscheinlich zumindest eine Drückjagd, Treibjagd, sowas in der Richtung, zumindest eine Bejagungsjagd
durchgeführt und damit war es dann mit der Jagd auch wieder gut. Da kam dann jedes Mal eine relativ große Menge an Wildbret zusammen. Das hat man sich halt entsprechend aufgeteilt und das gab es dann auch zusätzlich zu essen. Man muss dazu sagen, diese Bauern eben waren ja alles primär hauptberuflich Bauern und hatten auch einfach nicht die Zeit, sich jetzt noch nebenher super viel um die Jagd zu kümmern. Dass es dann also wirkliche Jäger, die das hauptberuflich gemacht haben, gegeben hat, war damals auch schon selten. Das waren dann meistens diejenigen, die eben so eine Eigenjagd hatten. Nach und nach kam dann auf, dass man das auch verpachten konnte, das Jagdrecht, dass also jemand quasi das Gebiet der Jagdgenossenschaft gepachtet hat, um dann da auf die Jagd zu gehen. Das hat dann später im 20. Jahrhundert dazu geführt, dass die Jagd wieder so ein bisschen eine elitäre Angelegenheit gewesen ist, weil sich nur ein reicher Mensch, wirklich schon reich muss man sagen, es leisten konnte, so eine Jagd zu pachten. Und das hat vor allen Dingen dann in der späteren DDR auch relativ Auswüchse in diese Richtung angenommen. Da war das alles ein bisschen sehr schlimm, wenn man so möchte, und ein sehr schlechtes Jagdsystem, was zu erheblichen Schäden durch enorm zu hohe Wildbestände geführt hat. Das ist auch relativ unumstritten. Kommt aber alles in der Jagdgeschichte nochmal ausführlicher. Mit Erfinden der Jagdpacht wurde die Jagd dann wieder so ein bisschen zu einer elitären Angelegenheit, weil nur wer sich das leisten konnte, ein Jagdrevier zu pachten, also wer entsprechend Geld und auch Zeit hatte, um dann da auch jagen zu gehen, durfte dann effektiv die Jagd ausüben. Und jemand, der das nicht konnte, war dann halt eben kaum noch Jäger sozusagen. Kann man sich jetzt streiten, inwiefern das gut oder schlecht gewesen ist. Man darf wohl davon ausgehen, dass das ein bisschen fragwürdig zumindest gewesen ist. Heute kann ja jeder, der halbwegs gut verdient, jagen gehen, auch wenn er nicht der Pächter ist. Das ist also jetzt definitiv inzwischen besser geregelt. Jetzt kann man theoretisch noch mal irgendwo zwischendrin was zur DDR sagen. Die hatte noch mal ihr eigenes Jagdsystem. Wir sind natürlich geschichtlich noch nicht unbedingt bei der DDR angekommen, aber ich wollte einfach noch mal vorneweg kurz sagen, dass ich die DDR jetzt mal einfach ausklammere und mich auf die BRD beschränke. DDR-Jagdgeschichte kommt dann im entsprechend jagdgeschichtlichen Video. Das führt jetzt sonst zu weit. Und wir haben jetzt nun mal den Anfang des 20. Jahrhunderts und da gab es bekanntlich den Ersten Weltkrieg. Während bzw. im weiteren Verlauf des Ersten Weltkriegs und in der Zeit danach wurde erheblich überjagt, vermutet man zumindest, soweit man es noch nachweisen kann. Die Wildbestände nahmen ab, die Leute hatten Hunger und sind entsprechend wieder auf die Jagd gegangen. Es wurde auch viel gewildert, wobei man jetzt dazu sagen muss, dass es nicht schwierig war, zu dieser Zeit einen Jagdschein in Anführungszeichen zu bekommen, weil dafür gab es gar keine Prüfung. Es gab nur eine Reihe von Gründen, weshalb man keinen Jagdschein bekommen sollte. Also sprich, wenn man Schwerverbrecher ist oder was, dann kriegt man den nicht ausgehändigt. Wenn man ein ganz normaler Bürger gewesen ist, vielleicht noch ein bisschen wohlhabend, dann konnte man zur Behörde hingehen und sagen, ich hätte gerne eine Jagdkarte oder wie auch immer das genau geheißen hat, dieses Dokument, das weiß ich jetzt eben nicht, weil mir meine Unterlagen fehlen. Und die hat man dann bekommen und dann konnte man jagen gehen, Punkt. Mit den Waffen war das nochmal so ein bisschen ein anderes Thema, aber damals auch noch nicht so schwierig. So, jetzt kamen dann halt eben 1933 die Nazis an die Macht. Man muss sagen, das ist jetzt ganz umstritten, inwiefern nun unser Jagdrecht immer noch Nazi-Ideologie enthält oder nicht. Es gibt Publikationen, die das eine behaupten, es gibt Publikationen, die das andere behaupten. Ganz schwierig, das ausführlicher auf das Thema einzugehen und das werde ich auch mal wieder in einem separaten Video dann entsprechend tun. Jedenfalls Tatsache ist, dass Hermann Göring zum oberster Reichsjäger, ich weiß den genauen Begriff jetzt schon wieder nicht, weil er auf meinem Zettel stehen würde, ernannt worden ist. Und Reichsjägermeister ist er ernannt worden und war dann quasi zumindest derjenige, der das Reichsjagdgesetz unterschrieben hat. Und da quasi zweiter Nazi im Reich gewesen ist, ist das schon mal so ein Argument, das verwendet wird, um zu sagen, das ist von einem Nazi unterschrieben, also muss es ein Nazi-Gesetz sein. Tatsächlich ist in vielen Bereichen des Reichsjagdgesetzes
die fachliche Entwicklung aufgegriffen worden. Denn das Reichsjagdgesetz musste sehr schnell erlassen werden. Es gab da nur wenig Zeit zur Formulierung und man hat quasi anerkannte Jagdexperten, insbesondere den einen, dessen Name mir jetzt gerade nicht einfällt, diesbezüglich zu Rate gezogen und dessen Meinung beziehungsweise schon auch in großen Teilen die gesammelte Meinung der Jägerschaft ist da zusammengetragen worden und kam dann primär in dieses Gesetz rein. Sehr viele Regelungen, die aus den Landesjagdgesetzen zur damaligen Zeit eben schon bestanden, sind auch so übernommen worden. Es wurde eigentlich kaum was weggelassen, was aus der Vor-Nazi-Zeit geltendes Jagdrecht war. Aber es wurden noch ein paar Ergänzungen quasi eingebracht. Und diese Ergänzungen sind halt das, was umstritten ist, ob das nicht eventuell Nazi-Zeugs ist, wenn man das jetzt so sagen möchte. Aber ich sage wirklich, es ist umstritten. Ich kann es nicht beurteilen. Es gibt ganz viele verschiedene Publikationen eben in beide Richtungen. Also seid so fair und unterstellt mir nicht, ich hätte das eine oder das andere gesagt. Das habe ich nämlich nicht. Tatsache ist, dass die Weitgerechtigkeit, auf die wir noch oft zu sprechen kommen werden, im Jagdreichsgesetz zum ersten Mal genannt wurde. Und ja, es ist halt eben die Frage, ist das eine Nazi-Erfindung oder hätte es das auch so vorher schon gegeben? Nur der Begriff war halt eben noch nicht so ganz gegeben. Das ist jedenfalls eine der Sachen, die da jetzt nun drin standen, die es vorher noch nicht gegeben hat in irgendeinem Landesjagdgesetz, dass quasi die Grundsätze der allgemein anerkannten deutschen Weitgerechtigkeit oder so ähnlich bei der Jagdausübung zu beachten sind, und da steht auch heute noch im Bundesjagdgesetz und wurde so übernommen. Was auf jeden Fall nicht mehr im Bundesjagdgesetz steht im Vergleich zum Reichsjagdgesetz, ist die Nazi-Propaganda-Präambel, die der Göring wohl zum Teil selber geschrieben haben wird. Das ist rausgefallen und einige andere Nazi-ideologische Paragraphen, die halt eben Ideologie enthalten haben, sind auch rausgeflogen. Aber vieles, was auch eben dann neu aufgekommen ist, wie zum Beispiel die Fütterung von Wildtieren, die ja sehr umstritten ist. Das ist zum Beispiel auch aus dem Reichsjagdgesetz ins Bundesjagdgesetz übernommen und stand vorher nicht drin, war also eine Idee, naja, der damals für das Reichsjagdgesetz zuständigen. Also ihr seht schon, es ist alles schwierig und nicht so einfach zu sagen. Was man auf jeden Fall nicht sagen darf, ist, das Ding ist in der NS-Zeit entstanden und damit automatisch gleich mal scheiße gewesen. Denn tatsächlich sind da auch schon erste Ansätze des Naturschutzes berücksichtigt worden. Und es gibt ja so ein paar Dinge, die in der NS-Zeit nicht nur Kacke waren. Im Großen und Ganzen war es natürlich Kacke, das will ich überhaupt nicht bestreiten. Aber so ein paar Dinge waren vielleicht nicht ganz, ganz scheiße, zumindest in einzelnen Details. Und dazu gehört sicherlich auch das Reichsjagdgesetz. Nach dem Wissen, was man damals hatte, war das schon auf dem aktuellen Stand der Jagdwissenschaft, sofern es die damals halt überhaupt schon gegeben hat. Aber bitte nagelt mich nicht fest, das Thema ist extrem kontrovers und das müssen wir mal irgendwo anders nochmal detaillierter besprechen. Gut, das Bundesjagdgesetz, das wir jetzt bis heute mit einigen Änderungen haben, hat sich dann 1962, glaube ich, ist es in Kraft getreten. Oder war es 52? Jetzt muss man noch dazu sagen, dass das Ding natürlich bis heute dann noch ein paar Mal verändert worden ist. Es gab da so ein paar kleinere bis größere Änderungen, beispielsweise die Sache mit der Wildfütterung. Inzwischen ist das auf Ländersache runtergebrochen, dass quasi, es steht zwar drin, Wild soll in Notzeiten gefüttert werden, aber die Länder können dieses Gesetz individuell beschränken. Quasi, die können sagen, wir füttern gar nicht oder wir füttern nur ein bisschen oder wir füttern unter welchen Bedingungen auch immer. Sowas beispielsweise ist geändert worden. Die größte Änderung der letzten Zeit war 2012, dass man quasi, dazu komme ich aber auch noch, jetzt beantragen kann, dass auf dem eigenen Grundstück nicht gejagt werden darf. Das war bis 2012 noch gar nicht möglich. Gut,
Jetzt wäre vielleicht im Sinne der Jagdgeschichte noch kurz darauf hinzuweisen. Ich habe es ja eben schon angedeutet, noch als wir noch im Mittelalter waren. Die Jagd war immer so ein bisschen was Elitäres. Entsprechend war der Ruf der Jäger kein besonders guter bei der breiten Bevölkerung. Hingegen beim Adel, bei der herrschenden Schicht, war die Jagd eine super edle Freizeitbetätigung in Anführungszeichen und so das trendige Hobby für den Adel. Bis hin bis 1848 eben zu dieser Revolution. Dann war es eine Zeit lang eine reine Notwendigkeit, um sich quasi zusätzlich Fleisch zu besorgen. Auch ein Yes, wir haben jetzt Bürgerrechte und müssen sie sofort ausüben. Dingens und wurde dann halt eben wieder eine Angelegenheit des Geldadels, wenn man es so nennen möchte, als die Jagdpacht quasi erfunden wurde. Jetzt muss man sagen, dass nach dem Zweiten Weltkrieg die Zeit der Heimatfilme und so weiter und auch davor, so ab 1848, der Jäger auch gleichzeitig immer als was Edles angesehen worden ist, wenn man sich zum Beispiel die Grimmschen Märchen anguckt, als ja, kulturhistorisches Dokument, wenn man so möchte, sieht man ja auch, dass der Jäger immer derjenige ist, wenn er dann auftritt, und das tut er relativ häufig, der am Ende alles in Ordnung bringt und den bösen Wolf totschießt, zum Beispiel, und Rotkäppchen und Großmutter da wieder rauszerrt und solche Späße. Das nur noch mal am Rande bemerkt, so zum Image der Jägerschaft. In der neueren Zeit ist es extrem schwierig geworden, eine korrekte Aussage zum Image der Jägerschaft wirklich machen zu können, weil es von den Jagdgegnern repräsentative Umfragen gibt und von den Jagdbefürwortern repräsentative Umfragen gibt und es netto extrem schwierig ist, die Wahrheit rauszufinden. Da beide Umfragen immer geschönt sind. Traue keiner Statistik, die du nicht selbst gefälscht hast. Gut, wir sind mit den geschichtlichen Hintergründen durch. Ist natürlich länger geworden, als ich geplant hatte, aber jetzt können wir mal darauf eingehen, welche Legitimation die Jagd denn heutzutage eigentlich besitzt. Auf gut Deutsch, warum jagen wir? Welche Gründe gibt es dafür? Und die drei allgemein anerkannten Gründe innerhalb der Jägerschaft sind einmal die Bereitstellung von, sagen wir, Tierprodukten, sprich Fleisch und natürlich auch Fell im Wesentlichen. Früher haben natürlich noch gewisse Knochen oder Sehnen eine Rolle gespielt. Das ist heutzutage ja nicht mehr der Fall. Aber zumindest Fleisch und in geringfügigem Ausmaß eben auch noch das Fell ist heutzutage immer noch eine von allen Jägern anerkannte Legitimation zur Jagd, weil es halt ein schönes, gutes, tolles Bioprodukt letztendlich ist. Und das Abschöpfen eines gewissen Teils des Tierbestandes zur Nutzung, im Sinne einer nachhaltigen Nutzung, wird eben von der Jägerschaft als durchaus legitim angesehen. Ich würde mich dieser Aussage definitiv anschließen wollen. Zweiter Grund zur Legitimation zur Jagd ist die Vermeidung von Tierseuchen. Soll heißen, wenn irgendeine Tierart völlig überproportional viel auftritt oder eine schlimme Seuche, woher auch immer die bekommt, dann ist es Aufgabe der Jagd, eben diese Tierart auf ein Level zu reduzieren, dass diese Seuche zum Beispiel nicht auf Nutztiere übergreift oder gar den Menschen befällt, wenn das von der Seuche her möglich ist. Prominentes Beispiel wäre die Tollwut. Ja, und die dritte Sache ist quasi die Jagd zur Regulation des Wildbestandes, damit Schäden wirtschaftlicher Art an der Land- und umstrittenerweise der Forstwirtschaft vermieden werden. Sprich, an der Landwirtschaft sieht es jeder ein, dass das Wild, dass man vermeiden muss durch Jagd, dass das Wild auf dem Acker alles kahl frisst. Da haben wir auch nichts mehr zu essen. Bei der Forstwirtschaft, da ist es schon wieder so ein bisschen umstritten, inwiefern das Wild nicht insoweit in den Wald gehört, dass alles, was es da anstellt, natürlich ist. Gesetzeslage ist allerdings aktuell, dass auch Schäden an der Forstwirtschaft vermieden werden müssen durch eine entsprechende Bejagung, die zu einem entsprechend angepassten Wildbestand führt. Wie viel und wie groß dieser Wildbestand dann nun ist, wenn er angepasst ist,
Das ist das zentrale Streitthema innerhalb der Jägerschaft, der sogenannte Wald-Wild-Konflikt, den man auch ausführlicher als Wald vor Wild oder Wild vor Wald-Konflikt bezeichnen kann, in dem mittlerweile versucht wird, eine Wald-mit-Wild-Lösung anzustreben, was aber nach wie vor eine Diskussion ist, die bevorzugt mit Laserschwertern oder Streitäxten geführt wird. Eher Streitäxte, weil Laserschwerter sind so unhandlich.